Es gab noch ein weiteres großes Thema in Davos, nämlich die weltweite Lebensmittelkrise, die durch den Krieg in der Ukraine droht. Und das alles, weil durch die russische Blockade der Häfen das in der Ukraine angebaute Getreide nicht exportiert werden kann. Auf Russland und die Ukraine entfällt fast ein Drittel des weltweit gehandelten Weizens. Aber mehr als 20 Millionen Tonnen stecken momentan in ukrainischen Speichern fest. Kreml-Sprecher Peskow rief heute erneut dazu auf, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Dann könnten die Exporte auch wieder laufen. Pure Erpressung sieht darin die Ukraine. Es gibt aber auch noch mehr Gründe für den Getreidestau. Daniel Hechler. Letzte Handgriffe vor einer extremen Geduldsprobe. Michael Kotko soll mit zwei anderen Kollegen 75 Tonnen Mais nach Europa fahren. Nur ein Bruchteil des Getreides, das auf diesem Hof bei Uman lagert. Hier muss es vor der nächsten Ernte raus. In Rumänien wird es dringend gebraucht. Bis zur Grenze sind es nur 8 Stunden, doch dann droht Stillstand, wie Kotko noch vom letzten Mal weiß. Beim letzten Mal war der Stau 17 Kilometer lang, das sind 5 mal 24 Stunden, bis wir endlich am Schlagbaum waren. Weil Russland die ukrainischen Häfen blockiert, bleibt nur die Straße, um 3000 Tonnen Getreide vom Hof zu fahren. Doch die Zeit wird knapp. Kees Huizinga hat den Betrieb vor 20 Jahren aufgebaut. Jetzt kämpft der Niederländer um die Existenz. Es ärgert ohne Ende, aber frustriert. Und man kann nichts machen. Es sind solche Videos seiner Fahrer von der Grenze, die ihn fassungslos machen. Eigentlich hatte die EU unbürokratische Regelungen für eine schnelle Ausfuhr versprochen, um den Hungernden der Welt zu helfen. Die Realität aber sind kilometerlange Autoschlangen, Wartezeiten bis zu 19 Tagen, am Zoll unendlich viel Papierkram. Ja, dann sage ich, es ist Krieg. Ich meine, mit Bürokratie gewinnt man keinen Krieg. Ich meine, der Scholz soll mal mit dem Faust auf den Tisch hauen und sagen, jetzt ist Schluss, Schlagbaum aufmachen und vorwärts Getreide raus. Viele Landwirte in der Ukraine sitzen auf Getreidebergen, auch Huizingas Nachbar Moritz Stamm. 2000 Tonnen Weizen wird der Schweizer Landwirt nicht los. Der Weg über die Straße nach Europa dauert ihm viel zu lang. Ja, ich habe zum Teil schon kapituliert, kann man so sagen. Ja, ich fahre da gar nicht mehr hin, also schicke da gar keine LKWs mehr hin, weil das einfach keinen Sinn macht. Ja, also das wäre schon, wenn man das irgendwie da politisch lösen könnte, dass das vereinfacher gehen würde. Doch bislang ist das nicht in Sicht. Ein Teil des Weizens fängt schon an zu verrotten. Wenn die Lager nicht bald leergeräumt werden, muss die nächste Ernte ausfallen. Und das in Zeiten von Hungersnöten in vielen Ländern dieser Welt.